Herzlichen Dank euch. Ich habe hier übrigens auch eine Infografik mitgebracht. Das ist die Temperaturentwicklung der letzten Jahrzehnte. Von Kühl und Schwankungen bis zu den heutigen hohen Temperaturen. Ja, ich möchte euch mit Bildern versuchen, davon zu überzeugen, dass wir gemeinsam mehr tun können. Und dazu fange ich an hier. Wir sehen jetzt gerade das berühmte Bild des Erdaufgangs 1968 von Apollo 8 aufgenommen und ein ganz prägendes Bild für sehr viele Menschen, weil zum ersten Mal konnten Menschen die Schutzbedürftigkeit, die Kleinheit unseres Planeten erkennen. Wir konnten sehen, wie hauchdünn eigentlich nur der Lebensraum, unsere Biosphäre auf der Oberfläche ist. Und ich persönlich finde es eine schöne Vorstellung, mir vorzustellen, dass diese gesamte Erde, unser ganzer Planet, so etwas wie ein Raumschiff ist. So ein Raumschiff, das durchs Weltall fährt und das über Generationen hinweg seine Besatzung durch das Weltall führt. In den letzten Jahrzehnten, und das haben wir in den letzten Jahren immer häufiger gehört, merken wir, dass etwas nicht in Ordnung ist mit dem Lebenserhaltungssystem unseres Raumschiffes. Das Raumschiff ist empfindlich, es fliegt durch dieses unendliche Weltall, es hat nur eine sehr dünne Hülle und es hat ein Lebenserhaltungssystem für die gesamte Besatzung, das verletzlich ist. Und in den letzten Jahren, Jahrzehnten kommt es immer mehr dazu, dass ich den Eindruck habe, sehr viele Leute sagen, tut uns leid, wir haben es versucht, das mit dem Lebenserhaltungssystem, das ist aber echt zu teuer und zu viel Arbeit. Und sie sagen das zu den eigenen Kindern zum Teil oder zu den Kindern von Freunden und sagen dann, tja, ihr werdet schon irgendwie zurechtkommen. Ich finde das Inside Out hier in diesem Thema eine total bedrückende, mich emotional angreifende Haltung. Und ich verstehe aber auch, dass vielleicht einige von euch hier im Raum sagen, ich sehe das aber anders. Oder ihr habt Freunde, ihr habt Eltern, von denen ihr wisst, dass sie das anders sehen. Und ich möchte die Zeit, die wir heute haben, damit verbringen, ein bisschen zu überlegen, woran könnte das denn liegen? Weil wir haben doch ganz viele Gemeinsamkeiten, da bin ich ganz fest von überzeugt. Wir wollen ein gutes Leben, wir wollen in Frieden, in Rechtsstaatlichkeit, ohne Betrügereien leben und einen Sinn im Leben erkennen. Und wir wollen alle eigentlich, dass die nächste Raumschiffgeneration das auch noch hat. Insofern, ganz kurz Vorschau zum Vortrag ist, ein Grund könnte Vertrauen in Wissenschaft sein, mangelndes Vertrauen in Wissenschaft. Ein anderer, Unterschiede in der Einschätzung der Risiken, Unterschiede in der Einschätzung der Lösungen, der Machbarkeit oder der Tatsache, kann ich denn überhaupt selbst was tun? Fangen wir an mit Vertrauen in die Wissenschaft. Ich selbst bin Biologe und Informatiker. Ich bin kein Klimawissenschaftler, aber ich habe großes Vertrauen in diese ungeheure Arbeit von zum Teil über 1000 Kolleginnen, die jahrelang gearbeitet haben und diese Konsensusberichte zusammenstellen. Ich selbst kann nicht alles verstehen. Ihr könnt nicht alles verstehen. Wir alle können nicht alles verstehen. Das, was wir im normalen Leben machen, ist, wenn bei uns das Dach leckt, dann rufen wir einen DachdeckerIn an. Wenn wir krank sind und uns nicht mehr zu helfen wissen, gehen wir zu einer Ärztin. Wir gehen zu Experten, wir können nicht alles selber machen. Wir müssen natürlich trotzdem schauen, vielleicht betrügt uns der Dachdecker, das kann ja sein. Aber dann sollte man einen anderen Dachdecker fragen. Deshalb, ich schlage vor, dass wir, wie über 90% der deutschen Bevölkerung sagen, wir misstrauen der Wissenschaft nicht, wir sagen nicht, die WissenschaftlerInnen, das sind alles BetrügerInnen, die versuchen, uns auf den Leim zu ziehen, sondern wir sagen, ja, es gibt eine Klimakrise, es gibt ein Artensterben, es gibt eine Nachhaltigkeitskrise. Geht ihr da mit mir mit? Der andere Punkt ist aber die Einschätzung der Risiken. Wie groß sind die Risiken? Ich glaube, da unterscheiden wir uns alle sehr viel deutlicher. Wir haben zum Beispiel PolitikerInnen, wie den von mir durchaus sehr geschätzten Herrn Schäuble, der dann so etwas sagt. Und ich persönlich sage dazu, nein,
Natürlich ein Nein mit Fußnoten. Aber ich sagte ja, ihr müsst jetzt nicht jedem Wissenschaftler, der auf einer Bühne steht, glauben. Deshalb schaue ich jetzt mal, was sagen denn viele KollegInnen. Das Weltwirtschaftsforum macht jedes Jahr so eine Risikoanalysenstudie. Das heißt, sie befragen über 800 ExpertInnen aus den verschiedensten Bereichen, wie sie sehr, sehr viele verschiedene Risiken aus dem Finanzbereich, aus dem sozialen Bereich, aus dem Umweltbereich einschätzen. Diese Risikoschätzung sieht dann so aus, dass man einmal die Risiken einschätzt, wie groß sind die Auswirkungen. Also wenn das Risiko eingetreten ist, wie schlimm ist das? Wenn ich auf dem Eis ausgerutscht bin, wie schlimm ist das? Und die zweite Achse ist, wie wahrscheinlich ist es denn, dass ich auf dem Eis ausrutsche? Das zusammen ist das Risiko. Und ich sagte schon, es werden sehr, sehr viele Dinge gefragt. Das ist viel zu viel. Es geht nur darum, es werden viele Fragen gestellt, es werden viele aus verschiedensten Bereichen gefragt. Und wir schauen jetzt mal hier ganz nach oben, da sehen wir zum Beispiel einen globalen Atomkrieg, einen Krieg mit Massenvernichtungswaffen, eine katastrophale Auswirkung, das ist uns allen klar, aber die Wahrscheinlichkeit ist als Leistung vieler PolitikerInnen relativ gering. Hier sind eingekreist all die Dinge, die mit Klimawandel zu tun haben, mit Klimawandel und Biodiversitätsverlust. Und wir sehen, die sind so in einem Bereich großer Auswirkungen und hoher Wahrscheinlichkeit, also dem unangenehmen Bereich. Und hier ganz oben, das ist das Versagen bei der Bewältigung des Klimawandels oder die Biodiversitätsverluste. Und das sind sehr, sehr große Risiken, die die ExpertInnen schätzen. Wir können das noch mal klarer sehen, indem wir überhaupt sagen, Wahrscheinlichkeit ist jetzt mal egal, wir gucken nur auf die Auswirkungen. Also die ExpertInnen sagen, die Auswirkungen der Nichtbewältigung des Klimawandels sind größer als die Auswirkungen eines globalen Atomkriegs. Ob das jetzt absolut stimmt, das sind keine Weltmodelle, das ist nicht beweisbar, das sind Schätzungen von ExpertInnen. Das kann man nicht sagen. Deshalb, beweist dies etwas? Nein, beweisen tut das nichts. Es sind halt Schätzungen von ca. 800 ExpertInnen. Aber ist das Anlass zur Besorgnis? Ich glaube ja, weil es sind Schätzungen von 800 ExpertInnen weltweit. Und persönlich denke ich, das größte Problem liegt noch woanders. Das größte Problem liegt darin, dass ca. 800 RisikoexpertInnen so eine Einschätzung haben und die Mehrheit der PolitikerInnen, JournalistInnen, WählerInnen eine völlig andere. Weil wenn wir das alle akzeptieren würden, dann würde der Wahlkampf ja tatsächlich um dieses Thema gehen. Dann würde in den Talkshows über dieses Thema und die Lösung gestritten werden. Es scheint also so eine Art Linie durch unsere Gesellschaft zu gehen von Leuten, die es so einschätzen und Leuten, die es so einschätzen. Ich glaube deshalb, dass nicht dieser erste Bereich, nicht die Amateur-KlimaforscherInnen das Problem sind, sondern die Nicht-Wahrhaben-Woller. Und ganz ehrlich, ich glaube, ich bin ein Nicht-Wahrhaben-Woller auch immer noch und wahrscheinlich sind viele von euch Nicht-Wahrhaben-Woller. Und das zweite sind die Klimakrisen-Verharmloser. Das sind dann sozusagen die Aktivisten dieses Problems. Was ist der Umfang der nötigen Lösungen? Seit Jahrzehnten fokussieren wir immer wieder auf Fortschritte. Das Mantra ist, jeder kleine Schritt zählt, wir müssen nur in die richtige Richtung gehen und dann wird es schon klappen. Und wir schauen meiner Ansicht nach zu wenig auf das Erreichen der Ziele. Ich denke, es ist uns allen klar, dass das schiefgehen kann. Wenn wir die Ziele vernachlässigen, stellen Sie sich vor, Sie sind eine UnternehmerIn, haben eine Produktionslinie für ganz wichtige, nachhaltige Produkte und brauchen eine neue Werkshalle. Und jetzt kommen Sie und geben einem Bauunternehmer den Auftrag, eine neue Werkshalle zu errichten. Und der Bauunternehmer kommt jeden Tag zu Ihnen und sagt, wir haben ganz tolle Fortschritte gemacht. Heute war wieder ein guter Tag. Das hat wirklich gut geklappt. Wenn Sie dann nicht fragen, wie sieht es denn mit dem Fertigstellungstermin aus? Wenn ihr das nicht fragt, dann habt ihr eventuell ein Problem und könntet pleite gehen als Firma. Und so freuen wir uns über Fortschritte, wir trennen den Müll besser, wir kaufen im Bio-Supermarkt nur noch mit Nachhaltigkeitslabel und demnächst importieren wir Wasserstoff. Aber wir verlieren das Ziel aus den Augen. Es funktioniert nicht. 1986 titelte der Spiegel die Klimakatastrophe. Und seitdem haben wir viele Fortschritte gemacht, aber wir sind dem Ziel der Vermeidung der Klimakatastrophe
eigentlich nicht wirklich näher gekommen. Zum Beispiel, wir bauen vollkommen richtigerweise die erneuerbaren Energien aus. Wir machen Fortschritte, aber wir hätten vielleicht bei Windkraft 3-mal so viel und bei Solar 6-mal so viel machen können, müssen. Das ist das, was die Expertinnen schätzen, was wir die nächsten 10 Jahre mindestens machen müssen. Die Dosis macht nicht nur das Gift, die Dosis macht auch das Medikament. Ich möchte noch ein Bild bringen. Sie gehen zur Ärztin und die Ärztin sagt Ihnen, ich habe eine schlechte Nachricht für dich. Du hast Krebs. Aber die gute Nachricht ist, es gibt ein prima Medikament und das Medikament wird den Krebs dann heilen. Jetzt ist es aber so, dass das Medikament Nebenwirkungen hat. Ich muss jeden Tag 10 Tabletten nehmen und die haben Nebenwirkungen und ich habe Kopfschmerzen und jetzt möchte ich aber gerne auf eine Party gehen und da beschließe ich dann, dass mir das Ganze zu anstrengend, zu teuer, zu aufwendig ist und ich nehme einfach nur 1/10 der nötigen Dosis. Ungefähr das ist das, was wir in den letzten Jahrzehnten gemacht haben. Und inzwischen ist es nicht nur teurer und aufwendiger und anstrengender geworden, die Tabletten zu nehmen, sondern wir haben gleichzeitig noch viel mehr Kosten dadurch, dass wir die Folgen der Versäumnisse ja bereits spüren. Wir haben das alle in den letzten Wochen und Monaten erlebt, zum Beispiel Flutkatastrophen weltweit, aber auch in Deutschland. So, und jetzt stehen wir hier alle und sagen, das macht mir Angst. Das ist etwas, da möchte ich eigentlich nichts von hören, seit Jahrzehnten nicht, das möchte ich nicht wissen. Wie schaffen wir es jetzt, wenn ihr alle mit mir mitkommt und denkt, ja, wir müssen das mit dem Lebenserhaltungssystem von unserem Raumschiff schaffen, wie schaffen wir es jetzt, das Team zu werden, das wirklich das Raumschiff repariert? Und das hat ganz viel damit zu tun, dass Angst lähmt, wenn ich keine Lösungen kenne. Dass ich, wenn ich aber darüber spreche, was wirklich die Lösungen sind, was wirklich zu einer Lösung führt, dann kann Angst Flügel machen. Deshalb ein paar Reparaturtipps. Ganz wichtig ist es, diese Diskussion entweder oder, sollten wir nicht das statt das oder das weitgehend beiseite zu legen. Unsere Lage ist längst, dass die einzig mögliche Lösung ist, dass wir ein Oder durch ein Und ersetzen. Wir müssen diese Dinge gleichzeitig machen und wir müssen sie in der nötigen Dosis machen. Das heißt, wir müssen alle Regler auf Anschlag schieben. Wir müssen nicht etwas mehr Öffentlichkeitsarbeit und Bildung für nachhaltige Entwicklung haben, sondern wir müssen groß denken. 20% des Unterrichts in Schulen und an Unis dürfen mit nichts anderem zu tun haben, als mit der Frage, wie können wir die Zukunft gestalten? Das Gleiche gilt für Werbung. Oder wir können keine Ölheizung gegen etwas CO2-sparendere Erdgasheizungen austauschen. Wir brauchen Wärmepumpen, wir brauchen Lösungen, nicht 10% weniger Fleisch, 90% weniger Fleisch. Damit kommen wir in Lösungsbereiche hinein. Nicht etwas mehr Mülltrennung, sondern wenn es nicht recycelt werden kann, dann darf es halt nicht verkauft werden. Ganz einfach. Wir brauchen wirklich ein Jahrzehnt der Zukunftsinvestitionen. Auf die Dosis kommt es an und das ist jetzt die Frage. Jetzt ist die Frage, ist das denn möglich? Das haben wir doch noch nicht gemacht. Und ich möchte da Greta Thunberg zitieren, die sagt, wir können eine Krise nicht lösen, ohne sie auch als Krise zu behandeln. Das ist eine ganz wichtige Einsicht, glaube ich. Weil tatsächlich, wir werden die Lösung nicht schaffen, wenn wir in dem Modus der letzten 60 Jahre weitermachen. Wir haben eine Zeit hinter uns von großem Wohlstand und von berechtigtem Modus, vorsichtig und tastend voranzuschreiten. Das ist aber nicht der einzige Modus, in dem unsere Gesellschaft arbeiten kann. Entscheidend für die Lösung ist deshalb der Kopf. Wir können anders. Wir können verstehen, dass natürlich der Wandel, jeder Wandel, ein Risiko für uns alle mitbringt. Aber wenn wir verstehen, dass das Risiko des Weiters so viel größer ist als das Risiko des Wandels, dann können wir uns für den Wandel entscheiden. Für einen schnellen Wandel, denn Wandel kann schnell gehen. Nach dem Zweiten Weltkrieg, als Deutschland zerstört war, haben viele ExpertInnen vorausgesagt, dass es bis zu 50 Jahre dauern würde, bis das wieder aufgebaut wurde. In 15 Jahren ungefähr
war der große Teil davon geschafft, vielleicht 80%. Das Wesentliche war erreicht, das funktioniert. Es kann, wie zum Beispiel bei den Bürgerrechten, 100 Jahre Stagnation geben und dann kann es eine Periode geben, in der in 10 Jahren sehr viel Wandel stattfindet. Nicht alles, aber ungeheuer viel, unvorstellbar viel. Oder sowas Triviales wie das Rauchverbot. Da haben sich die Menschen alle nicht vorstellen können damals, dass das überhaupt hält, dass das durchkommt und dass irgendjemand das gut finden könnte am Ende. Alle haben geschrien, das ist Verbotsstaat und da mache ich nicht mit. Und wir werden. Und 3-4 Jahre später waren eigentlich alle Menschen zufrieden. Wandel kann sehr schnell gehen. Wir müssen schnellen Wandel mit Reglern auf Anschlag haben. Tja, und wo lässt uns das jetzt? Wo sind wir? Ist das jetzt eine Sache, das müssen irgendwo die großen PolitikerInnen machen, die großen WirtschaftsentscheiderInnen und wir schauen zu? Ich glaube, das ist nicht so. Ich möchte 2 Dinge hier bringen, euch erzählen. Der eine ist, wir fokussieren viel zu sehr auf unseren sogenannten ökologischen Fußabdruck. Wie viel CO2 kostet es denn zu wohnen? Wie viel CO2 kostet es, sich zu bewegen? Das ist alles richtig. Aber es ist nicht die Lösung des Problems. Die Lösung des Problems kann nur geschehen, indem wir als Gesellschaft vorangehen. Und deshalb gibt es nicht nur einen Fußabdruck, sondern auch einen Handabdruck. Der Handabdruck ist das, wo wir uns nicht reduzieren, sondern wo wir mehr tun, in die Gesellschaft hinein, um andere mitzunehmen, um mit anderen Lösungen zu planen. Wir sind nicht allein. Wir können individuell bestimmte Handlungen machen. Aber diese individuellen Handlungen können auch dazu führen, dass wir uns völlig verausgaben, indem wir gegen den Strom schwimmen und es nicht mehr schaffen, nachdem wir 3 Stunden am Tag Fahrrad im Regen gefahren sind, irgendetwas anderes zu tun. Wir müssen die Politik mitdenken, wir müssen die große Gesellschaft mitdenken. Und dann, das vielleicht Schwierigste, dazwischen gibt es auch noch die Gemeinschaft. Es gibt die KollegInnen, es gibt die FreundInnen, es gibt die Gespräche mit denen. Ich glaube, wenn wir alle uns aufraffen, in all diesen Sektoren zu arbeiten, wenn wir vielfältig sind, wenn wir unsere Kraft und Energie, die neben all den Ansprüchen, die wir natürlich sonst auch haben, ja begrenzt ist, wenn wir die auf verschiedene Sektoren verteilen, dann können wir es schaffen. Wir sind nicht allein. Ein schönes Beispiel, finde ich, sind die BürgerInnenräte, die gerade gelaufen sind. Es gab einen Klimabürgerrat in den letzten Monaten. Haben 160 repräsentativ ausgewählte Personen haben sich zusammengetan, haben in 12 langen Sitzungen lange diskutiert, sich von ExpertInnen beraten lassen und haben bemerkenswerte Entschlüsse gefasst. Vielleicht ist das ein Anlass für Sie, mit Freundinnen, mit Nachbarn, mit KollegInnen einmal sich zusammenzusetzen und sich diese Beschlüsse anzuschauen und darüber zu reden und dadurch dann Gemeinschaft zu bilden. Deshalb, wenn wir der Wissenschaft vertrauen, die Größe der Risiken akzeptieren, auf die Dosis achten und die Krise als Krise angehen, alle Regler auf Anschlag schieben, Zukunftsinvestitionen vor Konsum stellen, mutiger und schneller werden, unser Denken ändern und darüber sprechen, die Ärmel hochkrempeln und machen, dann können wir es schaffen. Dann können wir unser Raumschiff reparieren, dann sind wir ein gutes Team und wir können noch rechtzeitig unser Raumschiff reparieren. Und dann dieses Raumschiff der kommenden Generation, der Generation, die viele von euch ja auch hier ausbilden oder als die viele von euch hier ausgebildet werden, übergeben. Und es wird uns selbst guttun. Es wird uns guttun, dass wir einen Sinn in unserem Leben sehen, dass unser Leben über unseren Tod hinauswirkt. Vielen Dank.